أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. أو نتمنى إن الأشعري. الأشعري ist einer ihrer Urväter und beziehungsweise ein Stamm, der heißt Al-Ash'ar. Sie kommen aus dem Jemen. Sie kommen aus dem Jemen und die Nassabun, ich glaube, die nennt man in Deutsch, aus der Deutschsprache die Genealogen oder so, nennt man sie so. Die sich mit den Abstammungen und so weiter beschäftigen, wissenschaftlich auseinandersetzen. Sie sagen, sie wurden Ash'ariyun genannt oder er wurde Ash'ar genannt. Als er geboren wurde, hatte er viele Haare auf dem Körper. Er war sehr behaart. Und Sha'ar bedeutet auf Arabisch Haare. Ash'ar, yani sowas wie behaarter. Tayyib. Abu Musa al-Ash'ari war sehr beliebt beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat drei Auswanderungen gemacht auf dem Weg Allah Ta'alas. Er ist erstmal nach Mekka ausgewandert. Und dann ist er nach Habascha ausgewandert. Und dann ist er von Habascha nach Medina ausgewandert. Deswegen hat er dreimal die Hijra gemacht. Und das ist eine Seltenheit gewesen. Und er hat fast über 300 Ahadith überliefert. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, im Alter von 60 Jahren ist er gestorben. Ist nicht sehr alt geworden. Das durchschnittliche Alter von der Umma des Propheten, wie er gesagt hat, ist 60 bis 70 Jahre. 60 bis 70 Jahre.